Also gut, kommt. Ich denke, so langsam sollten die Truppen zum Aufbruch bereit sein. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr auch noch einmal der wunderschönen schwarzhaarigen Iphemia von Naruabad die Entschlüsse mitgeteilt haben und sie wird das Ganze nur mit einer Verbeugung quittieren. Wenn das Ganze auf den Befehl von Eleonora kommt, dann wird sie sich dem selbstverständlich beugen und ohne Widerspruch euch ihre Grenzarmee zur Verfügung stellen. Ungefähr 150 Männer und Frauen, vor allem Frauen. Gut, mit diesem Wissen könnt ihr euch dann wieder ja, oben vereinen. Ihr seid euch noch nicht ganz sicher. Unten werden sich dann die Grenzreiter aufhalten. Wie gesagt, der Rest ist jetzt tot. Die Skorpionschwestern und die ironischen Kriegerinnen und ihr seid immer noch oben, immer so ein bisschen unschlüssig, also auch die eisernen Tiger wollen da wohl nicht ganz dem Frieden vertrauen und drängen dann wohl auch weiter zum Aufbruch, sodass ihr wieder vor die Eleonora Shahi treten könnt, ihren Ehemann Arkos. Also gut, dann wir möchten uns demnächst wieder in die Sicherheit von Zorgan zurückziehen. Es mag ein Wagnis sein, dass ihr eingeht, aber wir sind immer noch um die Sicherheit des Splitters bemüht, deswegen möchten wir so wenig Zeit wie möglich hier in dem Unheiligtum aufbringen. Wissen wir doch nichts um andere Truppenbewegungen, die entweder der Fürstkomtur oder aber die tote Heptarchin aufschicken könnte. Ich kann euch nur vollends zustimmen. Wir müssen so bald wie möglich dieses Unheiligtum hinter uns lassen und den Splittern in Sicherheit bringen. Genau das. Die Zeit ist bereits vorangeschritten, aber ich glaube, wir sollten lieber aufbrechen und uns dann in den Bergen zur Ruhe legen, als dass wir dies hier tun. Wissen wir doch nicht, was in der Nacht in einem ehemaligen Kloster der Reihe passieren sollte. Das klingt vernünftig. Ihr habt absolut recht. Und wo ist der Splitter jetzt? In meiner Verwahrung. Ich trage ihn immer noch in den Beutel. Wenn ihr ihn wiederhaben wollt, so können wir dies gerne tun. Wir werden sicherlich noch andere Möglichkeiten zur Transportation, zum Transport. Wir sollten sicherlich noch einige Möglichkeiten zum Transport haben, aber ich glaube, dies ist auch nur eine Notfalllösung. Wir werden ihn selbstverständlich nicht aus diesem Beutel lösen, sondern erst in den Koshbasaltkammern und den Priesterschaften übergeben und den Magiern, den Hexen. Und dennoch, vielleicht ist es besser, wenn ich ihn für das Erste trage, da ich mehr von Reihe geschützt bin. Vielleicht sollten wir ihn in die Kiste packen, die wir eigens für diesen Zweck angefertigt haben. Das ist eine gute Idee. Ihr habt eine Kiste dabei? In der Tat. Sicher? Ich weiß, dass sich die Magier um meine bekümmern wollten. Ja, haben sie aber nicht bekommen. Also zumindest nicht aus Koshbasalt. Dieser Run sagt was. Ja, es war. Wir haben nachgefragt. Aber war nichts zu holen. Ja, okay. Vergessen wir diese also. Ja, dann würde ich den später lieber persönlich fürs Erste in Gewahrsam nehmen als Geweihter. Wollt ihr und, eure Freunde nicht in Richtung von Elborum begleiten? Das wäre ebenfalls meine Frage. Könnt euch selbstverständlich als erster Rosenritter uns anschließen, aber wenn ihr gewillt seid, die Rosenritter in Elborum zu vertreten und gemeinsam mit oder für Ephemia das Jahr anzuführen, dann könnt ihr dies natürlich ebenso tun. So gern ich auch meine Kameraden begleiten würde, als Diener Rayas kann ich nicht zulassen, dass keiner von meinem Stand in der Nähe ist, bei diesem Splitter, um irgendwie aufzupassen. Unter den Rosenrittern werden sicherlich zwei Rayanis sein. Dessen seid euch gewiss. Es sind nicht nur einfache Adlige, die mein Mann Arkos dort requiriert hat. Nun denn, dann werde ich heute Abend einige Worte mit Ihnen sprechen. Dann solltet ihr das jetzt tun, wir brechen gleich auf. Gut. Ja, ich suche die Rayanis auf. Ja, zwei Leute, tatsächlich so wie sie gesagt hat, die du dann nach kurzem Herumfragen finden wirst. Ja, Bruder, wie können wir dir helfen? Meine Geschwister, es ist, der Splitter ist in unserem Besitz. Wir müssen darauf aufpassen. Ich würde euch ersuchen, das
ihr persönlich immer ein Auge auf ihn habt, niemals ihn aus dem Beutel hinauslasst und immer mindestens zwei von unseren Brüdern oder Schwestern in Anwesenheit sind, wenn dieser Splitter bewegt wird. Das ist eine sehr gute Idee, Bruder. Wir werden uns nahe bei Arcos al-Nabab und seiner Frau aufhalten. Achtet auf jeden noch so kleinen Hinweis. Ich konnte den Splitter erblicken und er hat eine sehr verführerische Wirkung. Jeder, der auch nur das geringste Interesse an diesem Beutel zeigt, könnte unter dem Einfluss stehen und muss sofort entfernt werden. Was werden wir tun? Gut. Ich bitte euch, passt auf die Monarchen auf und passt auf euch auf. Ob das Rai uns alle beschützt. Hattet ihr euch nicht umarmen lassen von dieser nackten Frau, als ihr den Beutel bei euch hattet? Durchaus, ja. Aber sie war zu dem Zeitpunkt nackt, sie hatte ihn also nicht gestohlen oder so etwas. Ich denke nur da an so etwas wie Taschenspielerei. Nun, ich habe ihren gesamten Körper untersucht und ich glaube nicht, dass sie ihn irgendwo verstecken konnte. Na gut. Dann Raya mit euch, mein Freund. Viel mit Erfolg euch. In Elborum. Wir haben dort zwar einige Gerüchte gehört, aber hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Nun, ich hoffe, dass meine Anwesenheit helfen wird, Rayas Einfluss auf den Ort wieder herzustellen. Ich habe gehört, dass sie aus dem Travia-Tempel ein Bordell gemacht haben. Man mag zwar von Raya halten, was man will, aber so etwas aus einem Travia-Tempel zu machen, das ist einfach unerhört. Nun, ich denke, das war wahrscheinlich nur mit das Harmloseste, was sie dort getan haben. Wir werden alle Tempel dort wieder aufbauen müssen. Und geben dir beide noch einmal die Hand und entlassen dich so. Ja. Ja, weil die anderen. Ich möchte den Schar noch mal aufsuchen. Ja. Ehrwürdiger Schar. Wie schätzt ihr das Risiko für Zwischenfälle auf eurer Rückreise ein? Sollten wir die Rosenecke passieren können, dann sind wir wieder in sicheren Gefilden. Mehr kann ich nicht sagen. Seine zweitägige Reise bis zur Hecke, das habt ihr natürlich mitbekommen. Selbstverständlich. Versuchen in Nahuabad selbst einen kleinen Gewaltmarsch und versuchen dann hinter der Hecke zu schlafen und nicht davor. Die Grenzwacht befindet sich ja auch mittlerweile hier im Ort. Wenn dies alle sind, ja. Wenn es nicht mit eurer Weisheit übereintrifft, möchte ich euch bitten, uns unter Umständen einige Reiter noch zu überlassen, um die, sagen wir, Loyalität unseres neu gewonnenen Heeres sicherzustellen. Und wie vielen Reitern sprecht ihr? Wenn ihr sie entbehren könnt, vielleicht eine halbe Schwadron, aber ich wäre auch mit 5 zufrieden. 5 Mann sollt ihr bekommen. Na, Dank, Herr Weniger Schar. Ihr habt viel für das Reich getan. Vor allem wir noch diesen, mehr diesen Handel, den ihr mit dem Fürstkomtur Helmarfax abgeschlossen habt, der wird uns noch einiges an Mannstärke gesichert haben. Und wir werden noch mehr tun müssen, ehe diese ganze Sache vorbei ist. Nun will ich euch nicht weiter in euren Vorbereitungen abhalten. Ihr werdet Wort von uns erhalten, sobald Elborum fällt. Damit entferne ich mich auch wieder. Kannst du dich wieder entfernen? Ja, Abelmir, Boltax, Iserun. Ja, ich will einmal anfangen, mein Pferd zu satteln und mich aufbruchbereit machen, also. Ja, ich würde mich auch vorbereiten. Ich suche mir dann noch von Arcos Männern die 5 Besten raus. Möchte Abelmir seine Kriegerin mitnehmen? Ich glaube, es wird zu viel Ablenkung. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gut, dann kannst du dir den Namen auf alle Fälle merken für spätere Techtelmechtel in Sorgan. Sagen wir es mal so, ich frage nach Freiwilligen. Und nehme davon die Besten.
Da kann ich dann nichts gegen tun. Heiße Nächte in Zorgang. Freiwillige. Also alle werden sich nicht melden. Du wirst sehen, dass es sehr zögerlich vorangeht, weil ihr nicht wirklich bekannt seid beim Herr. Ja, auch wenn ihr diesen Rosenknecht vor den Mauern besiegt habt, aber im Mittelreich würde das wohl anders aussehen. Da würden sich von 100 Anwesenden würden sich sicherlich 120 melden, aber hier wird es dann nach einigem Zögern kannst du dann aus 20 Leuten oder so auswählen. Kann ich am Chip ausgehen, wenn alle mit Kriegerin dabei ist? Klar, für den Chip ist sie dabei. Alles klar, dann kommt die mit und dann halt die 4 Westen, die ich finden kann. Ich übergebe noch das Mädchen Yasina in die Obhut meiner beiden Geschwister und verspreche ihr, dass ich den Zorgern wieder treffen werde. Seid ihr ganz sicher? Absolut. Kann ich euch finden? Im Rosentempel. Werde ich da auf euch warten. Ich freue mich schon drauf. Gut, nach einigen Zeremonien, nach einigen Verabschiedungen könnt ihr dann gemeinsam mit Arkos und Eleonore aufbrechen. Die Tore werden wieder geöffnet und die Verletzten auf die Pferde geladen, denn nicht alle sind natürlich gestorben. Ihr hattet Verluste von 25%, davon ist ein Drittel geflohen, ein Drittel verwundet und ein Drittel tot. Also seid ihr noch mit guter Mannstärke, oder die anderen sind noch mit guter Mannstärke dabei, also von diesen 90 Leuten. Sind jetzt noch ungefähr 80, vielleicht 75 sind dann mit dabei, wobei, wie gesagt, einige davon verletzt sind. Mal mehr, mal weniger. Und ja, die reiten dann auch ohne weiteres Gehabe an den Männern und Frauen von Iphemia vorbei. Und ihr könnt dann mit einem mulmigen Gefühl und diesen 5 anderen Reitern euch zu dem Innenhof begeben, wo ihr dann auf Iphemia trefft. Die ist unglaublich hübsch. Das Reich der Belkelid jedoch ist voller Freude und Zufriedenheit, wie sie noch kein menschliches Auge geschaut hat. Auch gibt es niemals eine alanfanische Orgie, die dies nachvollziehen könnte. Es ist Traum und Rausch und Schönheit und Lust und Gier und der Geschmack von köstlichem Blute. Was du willst, nimm es dir. Denn das Leid und der Tod der anderen sind deine Freunde. Und ihnen Gewalt anzutun, sie gegen ihren Willen zu nehmen, dein Vergnügen. Die edelste Ekstase aber ist der Tod, der dich hier vielmals ereilen kann. Und der dir keinen Schrecken bringt, sondern nur die höchste Lust. Die Herrin selbst, von einer Schönheit, die kein Maß hat. Und sie herrscht als Fürstin eines immerwährenden Festes, auf dem es an nichts mangelt. Denn alles, was du willst, magst du dir nehmen, wenn du in ihrer Gunst stehst. Der hermaphroditische Herr des Hedonismus, kein Lustgewinn ist ihren Anhängern zu pervers. Der Gott mit dem goldenen Haar wacht über die zuckenden Fleischgruben und ekstatischen Riten ihrer Sklaven und drängt sie zu noch größerer Verderbtheit und Ausschweifung in seinem Namen. Unter den leuchtenden Augen dieser Prinzessin der Lust verüben seine Diener ihre Missetaten und locken reine Seelen in abscheuliche Entwürdigung. Wenn ihr vor Iphemia von Narhu Abad steht, dann könnt ihr sie euch noch einmal betrachten. Eine schwarzhaarige Schönheit, um die 30 Jahre, würdet ihr sagen, mit dezent aufgetragener Schminke und einem Schleier. Ihr könnt sehen, wie sie wohl Henna-Tätowierungen oder auch Farben unter der Haut hat, auf der Haut hat. Und damit ihre Schönheit weiter unterstreicht. Sie wirkt unglaublich jung auf euch und ihre Bewegungen sind anmutig, wenn sie dort vor euch gut gelaunt auf dem Pferd sitzt. Also gut, meine werten Helden, dann begleitet uns doch in Richtung von El Burum, wenn dies eure Befehle sind. Ich werde die Grenzreiter euch unterstellen. Nun, hervorragend. Der Schah hat in seiner Weisheit entschlossen, dass ihr auf diese Weise für eure Sünden büßen könnt. Und brauchen können wir euch allemal. Gut. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren und baldmöglichst aufbrechen. Dann tun wir das.
Es ist ein Ritt von ungefähr einem Tag, den wir von hier aus bis nach Elberum brauchen. Wollen wir den restlichen Tag dann hier verbringen oder wollt ihr es in der frühen Nacht in Smidjad ankommen? Das ist eine kleine Ortschaft, eine kleine Siedlung, die auf dem Weg von hier liegt. Wir werden aufbrechen in der Nähe dieses Bauwerks. Die Nacht zu verbringen erscheint mir unweise. So sei es. So könnt ihr an einem kleinen, ein Heer, es ist nicht, aber wie gesagt, eine Gruppierung von den Kriegern und Kriegerinnen ausreiten, noch einmal nach den Pferden schauen, ob es sich dabei um dämonische Wesen handelt oder nicht, zumindest eine Gänsehaut, die dann euch über den Rücken läuft, wenn ihr an der Seite von diesen, ja, Tieren reitet. Jaros ist auch nicht ganz wohl dabei, den Splitter jetzt in der Obhut von Eleonora und dem Fürsten Arkos schar zu lassen. Aber ja, so sei es drum. Immerhin hast du deine beiden Brüder dort mitgeschickt, die dann danach wachen. Und so könnt ihr dann durch das Gebirge Djerim Yalet reiten, bis ihr, ja, ungefähr nach, ihr würdet sagen, vielleicht 6 Stunden der Ritt in Smidjad ankommt. Es ist mittlerweile spät in der Nacht. Die Siedlung ist nicht wirklich verlassen. Ihr könnt auf alle Fälle sehen, dass sie geplündert ist. Und so um die 100 Menschen, die nach und nach dann die Türen verriegeln oder dann Fensterläden schließen, die sonst in der Nacht bei der Hitze dann aufstehen würden. Aber wenn ihr dann mit einer großen Gruppe einreitet, dann werdet ihr sehen, wie nach und nach denn die Fensterläden klappen und niemand euch irgendwie Einlass gewähren will. Die Stadt ist wie gesagt geplündert, das könnt ihr sehen, aber nicht niedergebrannt, und ihr könnt auch nicht sehen, dass es hier viele Tote gibt, also kein Blut auf den Straßen und auch keine geräderten Menschen, bis auf 2-3 Stadtwachen. Also es sind tatsächlich Stadtwachen, auch mit so einem Siegel aus Elberum dann auf ihren Brustplatten. Die hängen dann tatsächlich an Borons Rädern an den Ein- und Ausgängen der Stadt. Also deutlich das Zeichen von Helm Hafax auf der Brust. Hafax hatte es wohl eilig. Er ist kein Mann, der lange fackelt. Ich frage mich, in welchem Zustand er wohl Elborum hinterlassen hat. Wir sollten diese Leichen abhängen und begraben. Das ist das Wenigste, was wir tun können. Ja, warum nicht? Lass die Reiter einige Gräber ausheben. Ja, auf euren Befehl hin werden die Reiter sich auch in der Nacht noch ohne einen Widerspruch daran machen, die beiden Leichen, sind ja nicht so viele, dann abzunehmen. Und die Gräber sind dann auch schnell ausgehoben, sodass die dann bestattet werden können. Und so könntet ihr dann die Nacht irgendwo hier in der Stadt, in der Siedlung verbringen. Ihr könnt euch natürlich auch ein Haus suchen und da dann gewaltsam Zutritt verlangen, oder ihr nehmt euch dann eine der Scheunen, wo ihr dann unterzieht. Das würde dann natürlich auch gehen. Es ist nicht mehr viel Stroh da, aber sowas wie ein bisschen. Also all das, was nicht von taktischem Wert wäre, da könntet ihr euch dann auch einmal zurückziehen, und dann zum Schlafen könnte man sowas dann wie eine kleine Bettstatt aufrichten. Würde aber sehr unbequem werden. Ja, gut, aber ist nun mal so. Genau. Krieg. Wir haben schon unbequemer geschlafen. Ja. Abgesehen davon haben die Menschen hier auch Schlimmeres durchgemacht. Das muss nicht noch schlimmer werden. Ja. Regeneration in dieser improvisierten Bettstatt, in diesem Stall mit 1W6 minus 2. Isaru nicht, weil die von Albträumen von der dritten Dämonenschlacht geplagt wird. Karma normal? Karma normal, ja. Uns nochmal ein Punkt. Zumindest nicht ganz glatt verlassen, dieses Land. Ja, Isaron schaut dann so ein bisschen vielleicht noch in den Mond oder so, befestigt dann damit, warum auch immer du jetzt davon geplagt wirst. Immerhin hast du ja diesen Kristall noch nicht wirklich erkannt, diesen Splitter, aber zumindest konntest du erahnen, wie Borbarat damals mit diesem Splitter in seiner Krone dann beim Feldherrnhügel stand.
Viel hast du davon nicht mitbekommen, hattest dann nur gesehen, wie die 7 Gezeichneten einer nach dem anderen gefallen und entrückt worden sind und dann noch irgendwann Borbrat verschwand. Dann musst du wieder zurückdenken und so wirst du von Albträumen geplagt. Da ich ohnehin nicht schlafen kann oder nicht richtig, werde ich mich daran machen, Notizen für meine Forschungsarbeit bezüglich der fliegenden Festung zusammenzustellen. Ja, sehr gut, damit du auch endlich den Magistertitel tragen darfst. Mager. Mager. Estra. Als Maul. Gut. Am nächsten Tage könnt ihr noch einmal eure Reise fortsetzen und von Smidjat sind es nur noch wenige Meilen bis nach Elborum, die ihr dann in einem schnellen Galopp dann voransetzen könnt. Die Grenzreiter sind natürlich auch geübt und mit denen kann man eine ganze Menge an Meilen pro Tag machen, sodass ihr dann gegen ungefähr... Ja, so ein Höchststand wird das nicht ganz sein. Also irgendwann am frühen Nachmittag werdet ihr Elborum erreichen und steht dann vor der Stadtmauer. Ihr könnt sehen, wie wohl die ehemals weiße Stadt, mittlerweile eher die der verbotenen Gelüste, ein schwarzer Himmel hängt über der Stadt, als ob Myriaden von Fliegen darüber hängen, und noch bevor ihr die Stadt selbst betreten habt, wo ich könnte sowas erkennen wie ein Bauerndorf, Bauernviertel, was auch Fellerkant genannt wird, wenn ihr dann von der Stadt davor reitet, da könnt ihr nochmal so ein bisschen anhalten und euch das Ganze betrachten. Immerhin wart ihr noch nie hier. Hab vielleicht dann von Iphemia noch gehört, was für Stadtteile es denn hier gibt, wenn ihr sie dann auf der Reise gefragt habt. Es hängt eine Glocke aus Fliegen und Gestank von Blut über der Stadt. Das war jetzt nichts Gutes. Das ist absolut widerwärtig. Es ist leider seit vielen Jahren gang und gäbe. Ich muss tatsächlich sagen, dass die aktuelle Herrscherin, die sich hier den Gelüsten der Erzdämonen nachgegeben hat, kein gutes Haar in dieser ehemals weißen Stadt gelassen hat. Sie ist also jemand, der ohne Probleme hingerichtet werden kann. Sie ist ihrem Pakt vor langer Zeit erlegen. Sie ist eine finstere Greisin und nennt sich Merisa. Ihr könnt dort im Norden der Stadt erkennen, dieser kleine Hügel. Seht ihr ihn? Dort hinten. Das ist der Palastbezirk Shurioth. Es gibt ein Tor, das Tor der Erleuchtung, und der Zutritt wird den meisten verweigert. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob dies mittlerweile noch gilt, nachdem Hafax dort durchgeritten ist. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr die Stadt betretet, entweder Räucherstäbe mit euch führt oder einen kleinen Schleier mit euch führt mit Duftöln und einigen Kräutern darunter. Sonst werdet ihr sicherlich ohnmächtig werden. Penetrante Gerüche, die noch schlimmer werden, wenn ihr die Stadt erst betreten habt. Nun, sagt dann mal, Isarun, wie gehen wir die Sache am besten an? Was sind unsere Ziele hier? Natürlich dieser Palastbezirk. Dort werden, falls sie noch am Leben sind, die Würdenträger sein. Dann natürlich diese Schule der Schmerzen, wie sie sich nennt. Sagt einmal, Beli, wo befindet sich diese Schule? Ebenso in Shurioth. Es gibt direkt über dem Palast der Satrapa die Schule der Schmerzen und daneben einen ehemaligen Hesinde-Tempel, der nur noch als Bibliothek benutzt wird. Als Bibliothek dieser Schule. Verstehe. Gibt es noch irgendwelche militärischen nutzbaren Gebäude innerhalb der Stadt? Garnisonen und so etwas? Es gibt natürlich ein Gebäude direkt in der Mitte der Stadt, das der Stadtwache gehört. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das noch so existent ist oder ob Hafax auch sie ausgeräuchert hat. Ansonsten ist Elborum offenherzig. Sie geben sich nach außen hin als Händlerstadt,
auch wenn sie dem Erzdämon von Fex sehr viel näher stehen als dem eigentlichen Fuchsgott. Wie steht es um den Hafen? Der Hafen war mit einer großen Werft ausgestattet. Ich glaube, dass Hafax auch hier viele Schiffe gestohlen hat. Sie haben vor allem viele Birem gebaut, die dann mit Sklaven gerudert worden sind. Eine Hafengarnison oder so etwas wird es sicherlich auch geben, aber den meisten Teil wird die Stadtwache übernommen haben. Ich weiß, dass es früher musste ein jeder, der in der Stadt sich bewegte und ein freier Mann oder eine freie Frau war, eine Rose mit sich führen, eine Blutrose. Wer keine bei Aufforderung vorzeigte, wurde versklavt. Das Problem an diesen Rosen war, dass diese nach einem Tag verwelkten und man sich jeden Tag erneut darum bemühen musste. Die einzige Ausnahme war der Hafen und dort konnte man sich dann quasi frei bewegen in El Burial. Das haben dann natürlich die Seemänner und Seefrauen getan, wenn sie sich nicht in die Stadt selbst getraut haben. Wenn wir Glück haben, lagen mehr Schiffe vor Anker, als Hafax sich greifen konnte. Ich denke nicht, dass es so viele Schiffe waren. Erinnerst du dich zurück, dass die Plagenbringer einen Großteil der Flotte versenkt hat? Nun, wir werden sehen, wie wir dort sind. Verzeiht, Magistra. Abgesehen davon, wenn Hafax nicht alle Schiffe mitnehmen konnte, wird er sicherlich den Rest zerstört haben. Möglich. Außerdem, wer sind denn die wichtigsten, vermutlich noch lebenden Bewohner der Stadt? Das wäre sicherlich auch wichtig zu wissen. Auf wen müssen wir besonders achten? Oder wer wäre besonders wichtig zu requirieren? Zu requirieren? Dieser Trapper Merisa werdet ihr sicherlich ohne Zweifel umbringen können. Es gibt da wohl, ich war nicht oft in Elborum, aber es gibt wohl einen im Sug, eine Seherin, die Charamylia genannt wird. Vielleicht eine schwarze Hexe so oder so etwas, die bis von Kopf bis Fuß schwarz verschleiert ist. Entweder sie hat Visionen von dem Herrn Boron oder aber sie verbirgt nur irgendwelche Paktmale. Bin mir also sicher, dass ihr, wenn ihr im Zug nach ihr suchen solltet, sie ebenso töten könnt. Der Fex-Tempel ist mittlerweile eher eine Beleidigung und als Spielhölle dient er dem, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde. Das Tempel, die nicht angetastet wurden? Der Travia-Tempel, ehemals als Orangentempel, ist ein Bordell. Und der Götterwelt.